Ja, unter der Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes in Berlin ist heute wieder viel los. Bis in die späten Abendstunden tagt das Plenum und hat dabei wirklich eine lange Liste an Tagesordnungspunkten abzuarbeiten. Herr Schärfer, im Berliner Bundestag, im Deutschen Bundestag, welche Überschrift würden Sie formulieren über diese beiden Plenartage, die uns jetzt bevorstehen? Da würde ich mal eine wählen, die Koalition durchaus wählen würde in dieser Woche. Zumindest die SPD spricht ja von einer Woche der Entlastung. Und sie meint damit eine ganze Reihe von Gesetzentwürfen, die dazu führen sollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr im Portemonnaie haben als vorher, zumindest auch mehr drin bleibt als bislang. Wir können mal einen ganz kurzen Blick auf die Stichworte vom Morgen und auch heute dazu richten. Da geht es morgen insbesondere um das Thema Rente, Leistungsverbesserung beispielsweise, um Reduzierung von Sozialabgaben für Geringverdiener. Und wenn wir dann auf die Tagesordnung von heute gucken, da steht dann beispielsweise das Thema Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf der Agenda und die Entlastung von Familien. Ein ganz besonders wichtiger Punkt. Höheres Kindergeld soll es geben und höhere Kinderfreibeträge und überhaupt auch einen höheren Grundfreibetrag insgesamt. Um die 10 Milliarden Euro will sich die Koalition das Ganze kosten lassen ab 2019 und in 2020. Und das ist ja schon mal ein Grund, dieses Thema, das gleich um 9 hier auf der Tagesordnung steht, auch jetzt schon mal zu erörtern. Und ich freue mich, dass bei uns sind heute Morgen Katja Mast, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, und Katja Dörner ist bei uns, die dieselbe Funktion bei Bündnis 90 Die Grünen hat. Ja, 10 Milliarden Euro habe ich eben gesagt. Dazu gehört unter anderem 10 Euro mehr beim Kindergeld. Dann habe ich das mal umgerechnet. Das sind 33 Cent am Tag. Nun steht im Koalitionsvertrag, dass Sie Familien stärken wollen. Wie wollen Sie damit Familien tatsächlich stärken? Naja, zuerst mal ist es ein guter Tag, weil für Kinder gibt es einfach 10 Euro mehr Kindergeld pro Monat und das ist gut. Das ist aber erst der erste Schritt, den wir uns in der Koalition vorgenommen haben. Es werden ja noch weitere Maßnahmen folgen. Wir werden nochmal das Kindergeld erhöhen später. Wir werden Kinderarmut beherzt und engagiert angehen. Da wird zeitnah auch werden die Gesetzentwürfe ins Kabinett gehen. Und wir werden vor allen Dingen, und ich glaube, da wird sich auch Frau Dörner drüber freuen, dass wir Kinderrechte ins Grundgesetz als Grundrecht aufnehmen. Auch das will ich an der Stelle betonen, weil auch das stärkt Familien. Fragen wir Sie doch direkt gleich selbst. Das Thema hat die sowieso auch noch als Stichwort auf meinen Zetteln stehen. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Kindergeld. 10 Euro mehr für Kinder pro Monat. Der Verband kinderreicher Familien sagt, das reicht ja hinten und vorne nicht und verlangt 100 Euro fürs dritte Kind und sogar 150, glaube ich, fürs vierte und jedes weitere. Das sind ja doch ganz andere Dimensionen. Was ist getan oder was hilft oder was nützt das, was die Koalition davor hat? Also 10 Euro sind natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir gönnen natürlich jeder Familie diese 10 Euro. Ja, viele werden sich darüber freuen. Aber der Webfehler und unsere grundsätzliche Kritik an diesem Gesetzentwurf ist eben vor allem dahingehend, dass Familien, die Sozialleistungen beziehen, also wirklich arme Familien, von dieser Kindergelderhöhung gar nicht profitieren. Jeder Cent Kindergelderhöhung wird komplett beispielsweise auf den ALG-2-Regelsatz angerechnet. Also die Familien, die eigentlich besonders Unterstützung brauchen, gehen besonders leer aus. Und das finden wir eben an diesem Ansatz nicht akzeptabel. So richtig schlüssig finde ich das in der Tat auch nicht, Frau Mast. Naja, zuerst mal haben wir einen Koalitionsvertrag, der ja mehr Maßnahmen vorsieht als die Kindergelderhöhung. Aber ich freue mich für jede Familie, die dadurch entlastet wird, auch durch die anderen Dinge, die wir heute diskutieren im Deutschen Bundestag. Aber vor allen Dingen haben wir auch die armen Familien im Blick und die armen Kinder vor allen Dingen. Wir werden das 1 Euro Mittagsessensgeld abschaffen in dieser Koalition. Wir werden die Fahrtkosten, 5 Euro müssen die bezahlen, für die Schülerbeförderung abschaffen. Wir werden dafür sorgen, dass Nachhilfe für arme Kinder viel einfacher möglich ist, und all das wird zeitnah kommen und mit dem großen Projekt der Reform des Kinderzuschlags auch noch mal mutig vorangehen. Das wird 1 Milliarde kosten. Und Frau Dörner weiß, dass wir da sogar in unserem Koalitionsvertrag mehr haben, als Jamaika vereinbart hatte. Ja, alles gut und schön. Trotzdem noch mal zurück zu der Frage und auch zu der Kritik, die Frau Dörner eben geäußert hat. Warum muss das unbedingt angerechnet werden, gerade bei den Familien oder bei den Kreisen, über die wir da eben gesprochen haben? Ja, wir haben ja generell das Sozialstaatsprinzip, dass eigene Einkünfte angerechnet werden, bevor die Solidargemeinschaft eintritt. Deshalb wollen wir eben beim Schulstarterpaket was drauflegen, dass die armen Familien den 1 Euro nicht mehr zahlen müssen, dass sie bei der Schulbeförderung nicht mehr zahlen müssen. Das ist eine direkte Förderung dieser Familie und das halte ich auch für angemessen. Frau Dörner guckt mich wirklich überzeugt.
Naja, weil Sie gesagt haben, das eigene Einkommen wird angerechnet. Ja, Kinder haben ja gar kein eigenes Einkommen. Und deshalb finde ich dieser Webfehler, ja, dass wir überhaupt Kinder im SGB II haben, damit sollten wir ein Ende machen. Wir sollten eine Kindergrundsicherung einführen, ja, die wirklich dafür sorgt, dass Kinder dem Staat gleich viel wert sind. Wir sollten auch noch über eine Maßnahme in dem Gesetzentwurf sprechen, die ja auch beschlossen werden soll, nämlich die Erhöhung der Kinderfreibeträge. Das lehnen wir als Grüne ab. Das wird dazu führen, dass Familien mit einem sehr hohen Einkommen noch mal weiter überproportional vom Staat für ihre Kinder unterstützt werden. Beispielsweise ich als Bundestagsabgeordnete, ja, werde zukünftig eine Steuerentlastung von 310 Euro im Monat haben, ja, über den Kinderfreibetrag. Meine Sachbearbeiterin in meinem Büro bekommt für ihr Kind 204 Euro. Und das ist ein Fehlverhältnis, wo wir als Grüne sagen, wir müssen das wirklich endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Und deshalb plädieren wir dafür, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen. Frau Mast. Auch in der SPD wird eine Kindergrundsicherung diskutiert. Es gibt verschiedene Modelle dafür. Andrea Nahles hat ja heute auch gesagt, wir brauchen einen Sozialstaat für 2025 in ihrem Zeitinterview. Und genau das ist die Debatte, die wir in der SPD an der Stelle auch führen. Jetzt setzen wir um, was mit CDU, CSU möglich ist. Und ich will noch mal betonen, dass das mehr ist, was die Grünen bei Jamaika durchgesetzt haben. Hätten Sie? Man weiß es ja nicht. Also ich will einfach mal einen Punkt nennen, der schon angesprochen worden ist, und das ist der Kinderzuschlag. Da muss ich sagen, bin ich wirklich auch enttäuscht von der SPD, weil beim Kinderzuschlag haben wir in Jamaika deutlich mehr rausgeholt als die SPD, weil wir durchsetzen konnten, dass dieser Kinderzuschlag, er wäre automatisch ausgezahlt worden. Und der Kinderzuschlag ist ja ein Instrument, der dazu dienen soll, dass wenn Eltern durch ihre Erwerbsarbeit ihre Existenz selber abdecken können, aber wenn sie Kinder haben, eben eigentlich ALG II beantragen müssten, da setzt der Kinderzuschlag an. Und das Problem, das wir heute mit dem Kinderzuschlag haben, ist, dass nur 30% der Familien, die einen Anspruch auf Kinderzuschlag haben, den auch wirklich bekommen. Das heißt, faktisch 70%, ja, leben in verdeckter Armut. Und deshalb muss der automatisch ausgezahlt werden. Das hätte ganz gezielt, ja, Familien mit einem geringen Einkommen unterstützt. Und das wäre auch richtig teuer gewesen, nämlich viel mehr als 1 Milliarde. Das würde ungefähr 3 Milliarden kosten. Und das ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Da ist auch kein Geld in der mittelfristigen Finanzplanung für vorgesehen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass in Jamaika an der Stelle auf alle Fälle mehr drin gewesen wäre. Aber das ist ja sowieso vergossene Milch. In der Tat. Naja, die Textgenese von Jamaika, das machen wir jetzt heute nicht, weil wir reden ja eigentlich über das Gesetz von gerade eben und die allgemeine Entlastung. Wichtig ist mir, dass es zeitnah kommt, weil es viele Alleinerziehende und Geringverdiener aus der Armut rausholt und Kinder damit auch aus dem Hartz-IV-System rausholt, in Anführungszeichen. Und damit profitieren sie dann eben auch von dem Kindergeld, das wir heute hier beschließen. Und das ist unser Ansatz, Armut zu überwinden, Menschen aus der Bedürftigkeitsfalle rauszuholen und eben auch Kinder da rauszuholen. Wir reden über höheres Kindergeld, wir reden über einen höheren Grundfreibetrag, wir reden, oder Sie insbesondere, reden auch über einen höheren Grundfreibetrag oder über einen höheren Kinderfreibetrag, so damit ich es nochmal sortiert habe. Dann sollen die Eckwerte bei der Einkommensteuer verschoben werden, was irgendwie vor kalter Progression schützen muss. Da reden wir heute im Detail mal sicherheitshalber nicht drüber, weil es uns einfach zu weit wegführen würde. Jetzt sagen Kritiker, alles schön und gut, was die Grundfreibeträge und den Kinderfreibetrag angeht, aber da hätten sie sowieso anpassen müssen, weil das Grundgesetz das verlangt. Insofern sagen Kritiker, das Ganze ist ein kleines bisschen auch ein Etikettenschwindel, was die Entlastung angeht. Na, ich will noch mal betonen, wir haben es im Koalitionsvertrag insgesamt auf 25 Euro Kindergelderhöhung vereinbart. Wir werden in 2 Jahren noch mal eine Kindergelderhöhung haben. Und was den Kinderfreibetrag angeht, und da hat Frau Dörner richtig beschrieben, wie er wirkt, Besserverdienende bekommen am Schluss mehr Geld. Das ist nicht ein Leidenschaftsthema der SPD in den Koalitionsverhandlungen gewesen, sondern das war tatsächlich der Union sehr wichtig, dass Höherverdienende mehr entlastet werden. Und deshalb, Politik ist ein Kompromiss, wenn man in der Regierung ist. Da kann man nicht mehr sagen, was man unbedingt haben will. Und deshalb ist das Paket so geschnürt. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir zeitnah an anderer Stelle auch die armen Familien und vor allen Dingen die armen Kinder entlasten. Sie haben teilweise schon, Frau Dörner, gerade geschildert, was die Grünen anders machen würden, wenn sie dürften und wenn sie könnten. Grundsicherung für alle Kinder war ein Thema. Den Kinderzuschlag erhöhen, haben Sie auch schon gesagt. Fonds für Alleinerziehende insgesamt. Hat irgendjemand ausgerechnet, würde das aber gut 20 Milliarden Euro im Jahr kosten? Wie wollen Sie das finanzieren?
Also eine Kindergrundsicherung würde rund 15 Milliarden kosten. Wenn man sich jetzt anschaut, was die steuerlichen Entlastungen, die diese Regierung vorsieht oder beziehungsweise beschlossen haben möchte, anschaut, dann kommt man ja auch schon fast in diese Regionen. Sie haben eben gesagt, das Paket, das wir heute beschließen, wir beschließen es ja heute nicht, sondern es ist ja erste Lesung, das beschlossen werden soll, ja, würde auch 10 Milliarden kosten. Also man kommt schon relativ nah da dran. Außerdem sieht so eine Kindergrundsicherung ja auch beispielsweise vor, dass Unterhaltsleistungen angerechnet werden können. Also auf der anderen Seite würde auch was angerechnet werden. Deshalb bin ich schon der Meinung, für eine gerechte Familienförderung, die es wirklich schafft, Kinder aus der Armut zu holen, können wir auch Geld in die Hand nehmen, das gut investiertes Geld. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass da mehr reinkommt, als das jetzt eben vorgesehen ist. Es gibt 150, habe ich gelesen, familienpolitische Leistungen insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, was es da gibt, vom Kindergeld bis zum BAföG, bis zur Qualifizierung von Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal? Müsste man das nicht mal ein bisschen bündeln zumindest, um den Überblick zu behalten, was da eigentlich passiert, um dann auch zu sehen, dass das Ganze in die richtige Richtung geht und bei denen ankommt, die es tatsächlich brauchen? Also was wir jetzt zuerst mal beim Kinderzuschlag tun werden, ist, dass wir dafür sorgen, dass Kindergeld und Kinderzuschlag gemeinsam fließen und so unbürokratisch wie möglich die Familien davon profitieren, weil wir damit Familien tatsächlich aus der Armutsfalle rausholen. Das ist ein erster Schritt in diese Richtung. Klar ist, man muss sich natürlich Familienförderung insgesamt anschauen, aber ich möchte jetzt selbst nicht aufs Kindergeld verzichten, weil ich finde, das ist eine breit gestreute Leistung und es ist auch gut, dass Familien die Kinder erziehen, die Kinder einen Halt und Geborgenheit in dieser Gesellschaft geben, auch vom Staat an der Stelle unterstützt werden. Und so werden wir eben das insgesamt anschauen müssen. Und wie gesagt, in der SPD diskutieren wir ja im Rahmen des Erneuerungsprozesses tatsächlich, wie sieht unser Sozialstaat 2025 aus. Da spielt die Kindergrundsicherung eine ganz, ganz große Rolle. Aber da ist auch nicht immer jedes Konzept gleich, sondern man muss es natürlich dann auch im Detail mit Leben füllen. Ich würde mir ja wünschen, dass diejenigen, die immer sagen, Familien stehen im Mittelpunkt, da auch noch mutigere Schritte mit uns gehen würden. Ich bin froh, dass wir... Das war jetzt an die Union gerichtet, nehme ich mal an. Weil natürlich Familien da auch unterschiedlich im Blick sind. Wenn ich an die CSU in Bayern denke, die plötzlich eine Debatte anfängt über dieses komische Familiengeld in Bayern, aber findet, Bundesrecht gilt in Bayern nicht, aber hier keine Anträge macht, um die Situation tatsächlich zu regeln, damit Bundesrecht sich ändert, damit sie das auch tun können, sage ich, das ist ein bisschen scheinheilig und das bringt die Familien in Deutschland auch nicht weiter. Abschließend, Frau Dörner, braucht es eine grundlegende Neuausrichtung der Familienpolitik? Müssen Familienpolitiker, glaube ich, auch noch mal ein bisschen lauter werden als bisher? Also Familienpolitikerinnen können nie laut genug sein. Ja? Und ich glaube, dass wir die Familienförderung insbesondere vom Kopf auf die Füße stellen müssen, damit wirklich die profitieren, die auch am meisten Bedarf haben und die größere Unterstützung brauchen. Das ist heute nicht der Fall. Meiner Meinung nach müssen wir auch deutlich mehr investieren in die Kitas. Wir haben dieses sogenannte Gute-Kita-Gesetz mit einer Mini-Finanzausstattung. Ja, auf der einen Seite werden große Ziele beschrieben, das Geld wird nicht reichen. Da müssen wir weiter für kämpfen, dass die Familien wirklich mehr profitieren, als das jetzt zu erwarten ist. Und wir stellen fest, vieles wird diskutiert, vieles ist auf dem Weg, sagt zumindest die SPD. Vieles ist noch zu tun, sagen die Grünen. Wir freuen uns auf eine interessante Debatte jetzt gleich hier im Plenum. Ihnen beiden, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind und uns schon mal einen Eindruck verschafft haben zu dem, was hier gleich diskutiert wird, auch im Einzelnen. Vielen Dank.